Schanze? Ja, hier bin ich. Ah, hey, ich wollte nur sagen, wir fahren jetzt. Ja, ich habe ein Buch gesucht. Ich wollte Bodo was vorlesen. Okay, alles klar. Also. Mach's gut. Und ja. Verfassung der Republik Türkei? Dann schläft er ganz bestimmt ein. Also, viel Spaß und erholt euch gut. Das machen wir bestimmt. Tschüss, tschüss. Komme! So. Und mit der Kamera kann ich dann endlich beweisen, mit welchen groben moralischen Verfehlungen mein Göttergatte sich die Zeit vertreibt. Wenn sie funktioniert. Konstanz ist weg. Was ich meine, sie ist nicht da. Ich weiß. Störe ich? Nein. Und deine Mitbewohner sind weg? Es war sehr schwierig, heute Bruno ins Bett zu bringen. Er war sehr unruhig. Also bitte bloß nicht klingeln. Sie haben den Kleinen alleine gelassen? Nein, natürlich nicht. Mein Mann ist oben. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber das müsste ich überprüfen. Ist das ein Problem? Ja, nein, natürlich nicht. Nur mein Mann, der hat die Angewohnheit, immer in Unterwäsche rumzulaufen. Und wissen Sie, der ist Moslem. Und ich glaube, es wäre ihm furchtbar unangenehm, wenn Sie plötzlich in die Wohnung kommen würden. Sie verstehen. Also ich gehe jetzt einfach hoch und warne ihn und sage, dass Sie kommen. Und dann hole ich Sie gleich, ja? Gut. Was machst du nur mit mir? Oh Gott, ich begehr dich so. Frau Jacobi vom Jugendamt ist da. Scheiße! Zylo, kommst du jetzt bitte? Rein. Mein Mann Zülo Özkentürk, Frau Jacobi vom Jugendamt. Hallo, Frau Jacobi. Ich wusste gar nicht, dass Sie kommen. Mein Anruf war wohl ein bisschen kurzfristig. Tut mir leid. Ja, Gott sei Dank habe ich meine Mailbox noch rechtzeitig abgehört. Bitte setzen Sie sich doch. Ja. Was gibt es denn? Bis die Adoption rechtskräftig ist. In Ihrem Fall sehe ich da keine großen Probleme.
Sie sind mit dem Kindsvater verheiratet und die leibliche Mutter lebt nicht mehr. Bald bin ich ganz offiziell Brunos Mutter. Ist doch schön, Schatz, nicht wahr? Ja. Tja, ja dann. Gut, Frau Jacobi, dann haben wir alles geklärt. Oh, ich möchte mich schon noch gerne ein bisschen bei Ihnen umsehen. Einen Blick in die verschiedenen Räume werfen. Also, immerhin leben hier zwei Familien in einer Wohnung und ihre... Meine Cousine und ihr Mann. Aber wir haben eine ganz große Wohnung und Bruno hat auch ein eigenes Zimmer. Ich möchte es einfach gerne sehen. Bruno schläft schon. Ja, ich bin ganz leise. Ja, dann gut, Frau Jacobi, dann, wenn ich vorgehen darf. Bitte folgen Sie mir. Schlafende Kinder haben immer so etwas Unschuldiges. Da haben Sie recht. Und was ist das hier für ein? Das ist das Schlafzimmer. Darf ich? Ja. Hier zu Hause sieht es genauso aus. Nur einen kurzen Blick. Ja, dann holen wir mal. Ich muss schon sagen, die Wohnung ist wirklich viel größer, als man erwartet. Ja, viel größer. Ja. Ich werde Sie auch noch ein Stück begleiten. Ich habe in der Schule was vergessen. Ach, gut. Herr Özgentürk, dann auf bald. Ja. Einen schönen Abend noch. Danke. Mischa! Mischa! Mischa, komm! Hier, komm. Zieh dich an. Hier. Wir müssen aber noch mal drüber reden. Das ja, war echt ja. Eine Scheißaktion. Aber bitte jetzt geh. Hier, komm. Warte. Pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ja, geh jetzt raus. Wir sehen uns dann mal, ja? Ciao. Guten Morgen, mein Schatz. Morgen. Ja. Schau mal, für uns zum Frühstück. Du, ich muss los. Wie, gestern Abend bist du auch so gar nicht nach Hause gekommen, so spät. Der PC hat Zicken gemacht. Aber das holen wir nach, okay? Kann ich die mitnehmen? Ja, klar. Okay. Bis dann. Ciao. Oh, hey! Zurück aus der Eile. War schön. Ja. Ich muss leider los. Okay. Tschüss. Ciao. Muss gar nicht weit fahren, wenn man sich erholen will. Und das Hotel, das war super, wirklich. Das wäre was für eure Hochzeitsreise. Ihr wollt ja sowieso nicht weit weg, oder? Ja, also ich weiß, so schnell wird da wahrscheinlich sowieso nichts draus. Alles okay? Ja. Ich hab nur schlecht geschlafen. Hallo. Hallo. So, 3,50, danke. Soll ich es noch einpacken? Nein, danke, ist nicht nötig. Schönen Tag noch. Danke, wiedersehen. Und? Konstanze, was mitbekommen? Ich meine, das grenzt ja schon an ein Wunder, dass sie nichts mitbekommen hat. Du in unserem Schlafzimmer. Ja, das war sehr lustig da in der Ecke. Danke. Naja, wenn sie draufgekommen wäre, dann wäre es wenigstens raus gewesen. Moment mal. Bist du deshalb gekommen, damit sie es rausfindet? Nein, Quatsch. Du hattest Schluss gemacht. Sag mal, bin ich jetzt verantwortlich für den ganzen Stress, den wir haben? Du kannst doch die Finger nicht von mir lassen. Dann hör auf, mir nachzurennen. Lüg dir doch selber in die eigene Tasche. Bitte ohne mich, ja? Hallo. Hi. Magst du auch Tee? Nein, danke. Okay. Bist du gestresst? Ach, ein bisschen. Gönnt euch doch mal ein paar Tage in der Eifel. Das war so schön. Und ich glaube, es wird euch richtig gut tun. Und weißt du was? Bruno lässt du einfach hier. Ach, du bist lieb, danke. Also, ich will mir das überlegen, weil lange steht das Angebot nicht mal. Wenn wir mal erst unser Baby haben, dann... Ja, das ist klar. Schatz?
Stimmt, ja, das ist eine schöne Idee. Affenspaziergang. Okay. Ja, ich komm. Und wo treffen wir uns? Hört sich gut an. Überlegst du, ja? Okay, ja, ich bin schon am Weg. Wiederhören. Na, da war, Aschke. Das heißt, hallo, mein Liebling. Ach. Was ist denn? Nichts, ist alles in Ordnung. Hey, du hast doch was. Ich mache mir nur so Sorgen, dass mit der Adoption noch was schiefgehen könnte. Ach so, das. Ach komm. Hm? Du hast doch Frau Jacobi erlebt. Das geht jetzt alles seinen Gang. Aber die nächsten Tage. Die werden die Hölle werden. Och. Das schwör ich dir. Mischa, entschuldige bitte, aber ich habe bis gerade eben noch an den Entwürfen gearbeitet. Ja, das ist schon gut. Wo wollen wir das besprechen? Im Latte? Okay. Wie war es gestern? Hast du bei deiner Freundin übernachtet? Nee, da ist was dazwischen gekommen. Die Frau vom Jugendamt war da. Hm. Wegen Brunos Adoption. Ist es gut gelaufen? Ich hoffe es mal. Also ich denke auch, dass wenn die Adoption durch ist, dass es zwischen Süle und mir wieder besser laufen wird. Du weißt schon. Ja. Das ist im Moment ganz schön Stress, ne? Also wenn du möchtest, kannst du das Theaterprojekt gerne absagen. Das kommt nicht in Frage. Ich lasse dich doch jetzt nicht im Stich. Ach. Er hat's mir gestanden. Was? Dass er eine Affäre hat. Das tut ganz schön weh. Aber er hat gesagt, dass er mit ihr Schluss gemacht hat. Oh Gott, Konstanz, das... Ich habe ja gar keine Ahnung. Wollen wir nicht doch lieber zu mir gehen, da haben wir mehr Ruhe. Na ja, klar. Wie du meinst. Ich muss nur noch schnell was besorgen. Also, wenn du einfach vorgehst, ich komme gleich nach. Gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Warte ich hier. Konstanz ist weg. Was ich meine, sie ist nicht da. Ich weiß. Störe ich? Nein. Und deine Mitbewohner sind weg? Beweisen, mit welchen groben moralischen Verfehlungen mein Göttergatte sich die Zeit vertreibt. Wenn sie funktioniert.
Konstanze? Ja, hier bin ich. Ah, hey, ich wollte nur sagen, wir fahren jetzt. Ja, ich habe ein Buch gesucht. Ich wollte Bodo was vorlesen. Okay, alles klar. Also, mach's gut. Ja. Verfassung der Republik Türkei? Dann schläft er ganz bestimmt ein. Also, viel Spaß und erholt euch gut. Das machen wir bestimmt. Tschüss, tschüss.